Die Frage, die Timo vorhin stellte, wie ist es möglich, dass so ein Gesetz 40 Jahre lang überdauert? Da kann ich nur sagen, die Antwort findet man zum Teil hier in diesem Hause. Es wird getrickst, es wird getäuscht und es wird gelogen. Vorsätzlich. Da hat zum Beispiel die Linke eine Anfrage gestellt bei der Bundesregierung, wie denn das eigentlich sei mit der sogenannten geringen Menge. Und da kam gleich ein Vorwort von der Bundesregierung. Ja, der Cannabiskonsum sei viel gefährlicher als früher, weil doch der THC-Gehalt stetig steige. Diese Behauptung ist einfach falsch. Und das wisst ihr auch, weil die haben auch die deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht beauftragt, genau jedes Jahr einen Bericht nach Lissabon an diese europäische Behörde für Drogen und Drogensucht zu liefern. Und da kann man genau lesen, wie der THC-Gehalt von Jahr zu Jahr schwankt. Und es stimmt überhaupt nicht, dass er stetig steigt. Schön wäre es vielleicht für ein paar von uns, ist aber leider nicht so. Ein anderes Beispiel, das ist jetzt bald 10 Jahre her, aber es zeigt, wie hier gearbeitet wird. Da gab es eine Drogen- und Suchtkommission und die sollte Empfehlungen ausarbeiten für die Bundesregierung, für die Prävention. Und in diesen Empfehlungen von namhaften Professoren aus dem ganzen Lande stand unter anderem, dass man ein paar Paragraphen aus dem Betäubungsmittelgesetz ersatzlos streichen könne, um die Therapie und die Drogenhilfe nicht zu behindern. Was macht die Bundesregierung? Sie nimmt die Studie, die Empfehlungen vom Netz. Sie nimmt die Pressemitteilung vom Netz, wo diese angekündigt wurde und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Und damit man es nicht so merkt, haben sie für die Jahre 2001 und 2002 gleich die Nummerierung aus allen Pressemitteilungen rausgenommen. Man könnte meinen, solche Methoden sei hier nur üblich gewesen, als ein paar Kilometer westlich von hier eine Mauer ging. Aber diese Mauer ist weg. Aber die Tradition des Lügens und des Täuschens und des Tricksens, die ist geblieben. Und diese zweite Mauer, die unser Land spaltet, die müssen wir freiräumen. Die Mauer BTMG muss weg. Drum, BTMG, Ade, 40 Jahre sind genug. BTMG, Ade.